an allen, die da jetzt dabei sind. Wir haben noch 5 Minuten Verspätung. Manchmal ist die Technik auch ein bisschen nicht so perfekt, wie man sich wünschen würde. Aber schön, dass ihr da seid. Ich will es noch kurz eine Rückmeldung bekommen, dass wir zu sehen sind. Okay, schau mal. Ich glaube, das sieht gut aus. Mal einfach, dass mir jetzt unsere super, mega tolle Assistentin Bescheid sagt, man uns sieht. Okay, auf YouTube sind wir zu sehen, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Alles klar. Google Hangouts auch. Nur zu klarzustellen, dass die Technik jetzt funktioniert. Okay, super, es klappt. Perfekt. Alles klar, jetzt können wir loslegen, können wir uns entspannen. Und mache ich das Handy aus hier, offline. Okay, super. Also, lieber Oliver, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Camillo. Danke für die Einladung. Freue mich, dass ich dabei bin. Toll. Gut. Jetzt kurz zu der Struktur von heute. Wir werden natürlich auf eure Fragen auch dazu kommen. Und für die Fragen werden wir die Kommentarfunktion unter dem Video benutzen. Das heißt, wir erklären euch gleich, wie das Interview sich aufbaut. Am Schluss kommt der Teil mit Fragen. Und die Fragen werden in der Kommentarfunktion unter dem Video gestellt. Der Oliver guckt sich die Fragen an und geht darauf ein. Also wir werden nicht zwischen Facebook und diesem da zwischen, sondern einfach auf diesen Rahmen konzentrieren. Die Seite, wo ihr da seid, unter drunter, Kommentarfunktion. Und da sind wir für euch. Ich mache hier ganz kurz noch was, alles, was ich offen habe, zu. Dann haben wir eine bessere Leitung. Genau, machen wir alles zu. Okay. Gut. Genau, also am Anfang machen wir ein Gespräch mit Oliver und am Schluss kommen die Fragen. Und jetzt wollte ich erstmals der Oliver fragen stellen. Wer du bist, ist einfach eine zu philosophische Frage. So, aber so im menschlichen Rahmen, wer bist du und was machst du? Ja. Okay, ja, ich bin Oliver Domröse. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren als Blogger unterwegs mit simplifeelit.de. Schreibe da über Persönlichkeitsentwicklung, Männlichkeit im 21. Jahrhundert, Hochsensibilität, Beziehungen und so weiter. Alles Themen, die mich selbst seit Jahren sehr interessieren und möchte da einfach meine Erfahrungen die Leute weitergeben. Und ja, habe jetzt auch ein Buch geschrieben vor über einem Jahr, Der sanfte Krieger. Und genau, Autor und Blogger ist meine Vision. Da arbeite ich darauf hin bis nächstes Jahr, dass ich dann auch wirklich damit meine Brötchen zahlen kann. Und genau, das ist so jetzt meine Tätigkeit, wo ich mit Herz, richtig viel Herzblut dabei bin. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach hast du das schon erreicht. Also du hast echt eine große Reichweite und dein Blog wird richtig ausgiebig gelesen und kommentiert. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das habe ich auch erst, sage ich mal, so Anfang des Jahres richtig realisiert. Also, dass es da echt einen Schub gab und dass sich die viele Arbeit jetzt langsam ausgezahlt hat. Und genau, er hat jetzt eine Reichweite, er ist bekannt und auch Medien sind schon auf mich zugekommen. Genau, jetzt geht es einfach darum, richtig gute Informationsprodukte noch zu kreieren, die die Leute weiterbringen und ich denke, dann läuft das auch ganz gut und klappt ganz gut mit der Selbstständigkeit auch finanziell.
Genau, also gibt es viele Ideen, aber das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich werde jetzt als nächstes auch ein E-Book schreiben. Also ich will, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also dem Schreiben sollst du mal treu bleiben. Und jetzt kein Online-Kurs oder das kann man alles später mal überlegen. Ja. Und genau, also als nächstes jetzt im Herbst, Winter möchte ich mich an mein nächstes E-Book machen. Toll, super. Da sind wir auch ein wenig gespannt, was da auf ja. uns zukommt. Ich kann schon mal so viel verraten, es ja. hat sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun. Okay, da kann man schon einiges ahnen. Ja. Genau. Okay, super, toll. Und jetzt, du hast dich sehr gut für das Interview von heute vorbereitet. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Magst du uns erzählen, welche Hauptthemen, welche Gebiete wirst du heute erwähnen und darauf eingehen wirst, sodass wir wissen, okay, das wird angesprochen, das wird angesprochen, das wird angesprochen und dann kann man sich entspannen und öffnen und einfach das für sich wirken lassen und dann am Schluss die konkrete Fragen beantworten. Genau. Ja, wir haben es jetzt kurz besprochen so. Die Struktur, ich denke, das ist auch ganz gut für die Zuschauer. Also auch nochmal da ein herzliches Willkommen an alle. Also wir werden jetzt so anfangen, dass ich ganz grob skizziere, was sind die Entstehungsursachen für Narzissmus. Also ja, dann der nächste Punkt, so was kennzeichnet wirklich ausgeprägte Narzissten aus? Also von ihrem Charakter, von ihrem Verhalten. Und auch von ihren Manipulationsmöglichkeiten und so weiter. Und dann kommt das wirklich spannende Thema, glaube ich, was ja heute auch so unsere Verbindung ist zwischen Narzissmus und Hochsensibilität. Und darüber habe ich ja auch Artikel geschrieben, die sehr, sehr erfolgreich waren, sehr viel gelesen wurden. Da habe ich einfach gemerkt, dass es da anscheinend ganz viel Bedarf gibt und ganz viele Leute sich angesprochen fühlen. Ja. Also durchaus auch ein kritischer Blick, also die Frage nenne ich jetzt einfach mal, gibt es unter Hochsensibel auch Narzissmus oder was man auf den ersten Blick vielleicht oder beim ersten Nachdenken völlig ausschließen würde, kommen wir dann zu. Und dann vor allen Dingen, wo ich auch schon ganz viele Zuschriften bekommen habe, ist, warum Hochsensible immer wieder in Beziehungen an Narzissten geraten. Warum es da offensichtlich wie so eine magische, unheilvolle Anziehung gibt. Wow. Und dann zuletzt möchte ich einen Ausblick geben oder ja eine Einschätzung, ob man als wirklich auch Selbstbetroffene, also wenn man selbst erkennt, man hat sehr große narzisstische Züge, was an sich schon mal ein erster Erkennungsweg wäre für einen Narzissten, kann man das abstreifen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das zu therapieren und vor allem auch für Leute, die im Kontakt sind mit Narzissten oder das meinen, erkannt zu haben, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun für mich und so weiter? Super spannend. Toll. Also ich freue mich persönlich sehr auf das Thema. Für mich ist es ein Neugebiet und ich glaube, für viele von euch ist es auch ein Neugebiet. Für andere vielleicht nicht, weil aus eigene so Umstände haben sich mit dem Thema vielleicht befassen müssen. Aber ich gehe davon aus, dass das ein relativ neues Thema ist für viele, neues Gebiet. Und deswegen für mich, also seitdem wir das uns beschlossen haben, der Oliver einzuladen und über das Thema zu sprechen, das ist für mich ein neues Gebiet. Und dann habe ich natürlich, also nicht natürlich, dann bin ich mit dieser Haltung gegangen, eigene narzisstische Züge und wie ich das entdecke und wie damit umzugehen, was ich da, das alles zu einem Potenzial gibt, zu einer Entfaltung, an Heilung, an Ganzwerden sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dem Interview von heute. Ja, gut, also ich auch. Dann leg los. Okay. Genau, also als allererstes, als Einstieg, das mache ich ja auch bei meinen Coachings, möchte ich zuerst mal kurz erläutern, wie ich überhaupt zu dem Thema komme. Also ich bin kein Therapeut. Viele, die meinen Blog lesen, die wissen das schon, aber es ist mir auch ganz wichtig, es nochmal zu erwähnen. Also ich habe keine psychologische Ausbildung.
Das heißt, ich nähere mich diesem Thema an wie, oder habe mich dem angenähert wie all meinen Themen. Erstens mal aus Eigeninteresse, weil es mich sehr interessiert hat, so ähnlich wie du es eben gesagt hast, wie sieht es eigentlich da bei mir mit aus, mit Narzissmus. Und dann habe ich halt beobachtet, dass das Thema halt überall auch in den Medien und so weiter ist. Und deswegen war ich einfach neugierig. Das bin ich sehr oft in meinem Leben, wenn mich was interessiert. Und dann fange ich halt einfach an zu recherchieren. Und habe halt da einige Sachen zu gelesen. Das ist das eine. Habe es vor allen Dingen selbst reflektiert, wie das bei mir ist. Und dann vor allen Dingen, nachdem ich da mir ein bisschen ein Grundkonzept angelesen hatte und denke ich auch verstanden habe, habe ich geschaut, wie sieht es eigentlich in meinem Umfeld aus, so mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, und mit diesen narzisstischen Zügen. So. Also im Grunde genommen, es sind, wie so oft, es sind Erfahrungen, die ich weitergebe, gestützt halt auf schon durchaus wissenschaftlichen Sachen, die ich mir angelesen habe, ja, oder meine Quellen einfach. Und genau, also zur Entstehungsursache. Die Psychologie hatte aktuell zwei Hauptentstehungsursachen für einen ausgeprägten Narzissmus. Das ist einmal, es ist wie so oft, geht es in der Kindheit los, weil da einfach die wichtigsten Weichen für unser ganzes Leben gestellt werden, insbesondere unsere Bindungserfahrung. Und das heißt, es gibt einmal eine sehr starke Vernachlässigung als Kleinkind. Das heißt, wenn du zum Beispiel seitens der Eltern eben nicht so angenommen und vor allem geliebt wirst, wie du bist als Mensch, als Person, sondern also seiner selbst willen, sondern du musst immer quasi immer irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legen, um Liebe zu bekommen oder Anerkennung. Was für ein Kleinkind zwischen, sage ich mal, 0 bis 5 absolut existenziell ist. Also es gibt in dem Alter nichts anderes. Ein Kind kann es in keinster Weise in dem Alter von seiner Gehirnstruktur anders reflektieren. Also es ist von der Natur aus darauf angewiesen, so angenommen zu werden und geliebt zu werden, wie es ist. Und wenn das nicht geschieht, was leider durchaus passiert, dann gibt es halt im Gehirn quasi Fehlpolung oder gibt es Strukturen, die sich festlegen und dann irgendwann kommt quasi so irgendwie wie so ein Glaubenssatz, ich bin verkehrt oder ich muss mich so und so verhalten, um Liebe zu erhalten. So, also man kann mit einem Wort einfach sagen, ganz starke Vernachlässigung in den elementaren Grundbedürfnissen als Kleinkind von seinen engsten Bezugspersonen. Das ist die eine Ursache und die zweite, und das ist absolut spannend, das hat mich selbst überrascht, als ich das gelesen habe und recherchiert habe. Und die nennt sich quasi mit einem Wort Überversorgung. Also man mag es kaum glauben, aber tatsächlich, also ich habe gerade ein Buch, Der männliche Narzissmus, von dem Analytiker Bonelli lese ich, und der hat da wirklich aktuelle Studien auch drin, dass gerade in unserer heutigen Zeit es genau in die andere Richtung auch geben kann, dass die Eltern ihre Kinder abgöttisch lieben und idealisieren. Das heißt, man muss da sehr genau hingucken. Also wie gesagt, ein Kind braucht definitiv die bedingungslose Annahme und Liebe. Ich würde fast sagen, das ist sogar Narzissmus der Eltern, die es auf das Kind übertragen. Mein Kind ist besonders. Das ist was Einzigartiges. Und genau, also damit einhergeht zum Beispiel auch, dass ein Kind halt nie im Rahmen der Erziehung lernt, mit Frustrationen umzugehen, mit Niederlagen, mit Grenzen, mit Neins, mit Sozialkontakten, mit anderen Kindern, sondern es wird immer irgendwie höher gestellt. Also ich kenne einige Erzieherinnen, die haben das auch berichtet in möglichen Kindergärten. Das ist wohl aktuell wirklich auch ein Phänomen. Ich meine, bin da auch total offen und neugierig, vielleicht nachher, wenn die Leute, wenn die jetzt zuschauen, dazu ihre eigenen Erfahrungen mitteilen. Man fängt schon ein bisschen damit an, so, weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, so die Kindernamen, die jetzt vergeben werden, die werden immer außergewöhnlicher. So, ja,
Also es gibt ganz ausgefallene Namen, auch von, wenn du mal so im Promi-Bereich guckst, so, mir fällt da eine Verona Poth jetzt spontan ein, Santiago nennt die ihren Sohn. Also das ist mir jetzt auch erst nochmal so klar geworden, das steht auch in der Literatur. Es sind so kleine Erkennungszeichen, wie man das Kind quasi schon durch den Namen auf so ein Podest setzt. Oder zum Beispiel hier Cristiano Ronaldo, nehmen wir mal die Weltfußballer, der hatte ja auch ein Kind, das hat er ja durch künstliche Befruchtung, das sage ich mal, hätte ich fast gerade herstellen lassen. Und der trägt auch seinen Namen halt nur mit Junior. Und da musst du mal Interviews lesen. Also es ist echt absolut krass, gell? Also wie da schon wirklich Narzissmus in der Hinsicht, in der Hinform, dass das Kind was Außergewöhnliches ist, so wie halt natürlich der Vater auch schon gefördert wird. Also zusammengefasst zu dem einfach, zu dem Einstieg, und ich denke, das ist dann auch für einen groben Überblick ausreichend, man kann da Stunden, das sind so im Groben die zwei Ursachen, warum später ein ausgeprägter Narzissmus entstehen kann. Da kommen wir nachher noch zu, man muss da auch genau hingucken. Es gibt nicht den einen Narzissmus nach meinem Wissensstand, sondern wirklich verschiedene Ausprägungen. Und jemand, der völlig mit diesem Bild verschmolzen ist, dieser Idealisierung seiner selbst, da reden wir dann von einem ausgeprägten Narzissten. Und da müssen dann wirklich schon entweder massivste Vernachlässigungen stattgefunden haben oder halt eine massive Überidealisierung und Überversorgung und Verhätschelung, kann man fast sagen, des Kindes. Genau. Super, selbstverständlich. Okay, sehr gut. Also das ist sozusagen die Basis, wie entsteht diese Persönlichkeitsmerkmal oder wie würde man es? Störung, man kann wirklich Störung sagen. Okay, kann man einfach ganz auf den Stern zeigen. Sehr gut. Und jetzt, was der nächste Thema, das du bringen wolltest, ist, also wie erkennt man so eine Person? Also wie erkennt man natürlich in seinem Umfeld, sogar in seiner Beziehung, jemand, der stark ausgeprägt ist oder leicht geprägt ist und in sich selbst sozusagen die eigenen narzisstischen Züge, oder? Also ich will das versuchen, so verständlich wie möglich rüberzubringen. Man kann das in Psychotherapeut, der guckt dann nach gewissen Kriterien und so und so weiter. Aber ich glaube, was es sehr gut trifft, ist einfach das Bild oder der Satz, jemand, der komplett mit all seinen Denken, Fühlen, Verhalten, seinen Erfolgen, einfach seinem ganzen Leben nur um sich selbst kreist und vor allem immer wieder sein eigenes Leben, seine Erfolge, sein Verhalten, seine Taten immer wieder als absolut einzigartig und besonders darstellt und gleichzeitig aber andere, Stichwort auch Neid, abwertet, also andere mit ihren Erfolgen, mit ihren Taten, mit ihrem Verhalten. Das ist schon sehr stark narzisstisch ausgeprägt dann. Genau. Und da auch hinzukommt, ist dieses berühmte Wort, und das ist ja auch das, was mich selbst so lange beschäftigt hat, Empathie. Empathie, da kommen wir ja auch noch dazu, was bei uns Hochsensiblen ja meistens sehr stark ausgeprägt ist. Und ein Narzisst, und das habe ich jetzt erst gerade nochmal nachgedacht, geforscht. Bisher habe ich immer gedacht, das war auch mal im ersten Artikel, dass ein Narzisst für Empathie, also einfach, dass ich kann mich zum Beispiel in deine Lage hineinversetzen oder in deine Situation, ja, und spüre das auch regelrecht ein bisschen in mir. Dass ein Narzisst das überhaupt nicht kann, dass es quasi genetisch oder extra vom Gehirn nicht möglich ist. Und das ist wohl so nicht ganz richtig. Wie gesagt, ich lerne das selbst immer wieder dazu, ja, um Gottes Willen, ja, würde nie behaupten, dass ich da die letzte Weisheit gefressen habe. Und aktuell ist es wohl so, da gab es auch Untersuchungen und Studien, dass auch wirklich ein ausgeprägter Narzisst durchaus in der Lage ist, zu verstehen, wie es dir zum Beispiel geht. Ja? Also wirklich auch im Gehirn. Aber das ist der entscheidende Punkt. Der ist nicht
Willens, das auch zu akzeptieren oder umzusetzen. Also ihm ist es mit einem Wort wirklich einfach egal. Und das ist nochmal sehr entscheidend, weil ein Narzisst ist ja auch ein Meister der Masken und vor allem der Manipulationsspiele. Und das geht ja auch in gewisser Weise nur, wenn er genau weiß, wie kann ich den anderen, wo kann ich ihn treffen, wie kann ich ihn quasi manipulieren. Also muss er sich ein Stück weit in den anderen hineinversetzen können. Genau, also um es mit drei Worten einfach, es sind auch diese drei Fesseln, schreibt der Analytiker Bonelli zum Beispiel, das fand ich sehr wirklich praktisch, Selbstidealisierung, Abwertung von anderen und, das finde ich total spannend, der letzte Punkt, fehlende Selbsttranszendenz. Das heißt, er kann nicht über sich selbst hinaus. Er ist immer nur in sich, mit allen in sich beschäftigt. Also diese drei Fesseln, nenne ich es mal, können wir schon heranführen als Erkennungszeichen von Leuten, die narzisstische Grundhaltung haben, nennen wir es mal so. Okay, sehr interessant, sehr spannend. Und nachdem diese drei so Hauptmerkmale du erwähnt hast, dann wäre interessant zu wissen, was sind diese Mechanismen, diese manipulative Mechanismen, diese manipulative, ja, also deine die Strategien, die da benutzen und die manchmal schwierig zu erkennen auf einen ersten Blick sind, oder? Ja. Da möchte ich gleich mal mit einem kleinen Beispiel aus eigenem Erleben beginnen. Und zwar, ich habe jetzt vor über einem Jahr im August kam mein erster Narzissmusartikel online. Die narzisstische Persönlichkeit. Und er ging ab durch die Decke irgendwie und da habe ich gemerkt, das Thema hat eine riesen Resonanz und es war eine Frage Zeit, mir war das bewusst, dass ich dann irgendwann aufgrund dieses Artikels in Form von Kommentaren oder E-Mails bei mir sich auch wirklich sehr stark ausgeprägte Narzissten melden würden. Das ist auch geschehen, nach meistens ein paar Wochen. Und ich bin genau diesem Spiel aufgesessen. Also das heißt, das war, am Anfang hat er mir so quasi den Honig im Mund geschmiert, weil ich halt versucht habe, und das ist auch immer noch mein Ansatz, wobei ich mittlerweile glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Narzissten an sich nicht zu verteufeln, was ja heute sehr oft passiert, weil ich irgendwo versuche zu verstehen, es sind Menschen, die einfach echt eine krasse Störung haben und es hat ihre Ursachen. Also habe ich versucht, mit demjenigen, es war ein Mann, leider ist es sehr oft so, dass es überwiegend Männer, die sehr stark narzisstisch sind, wirklich in Kontakt zu kommen, in Austausch. Habe mit denen geschrieben und er hat viel kommentiert. Ich habe darauf geantwortet, dann gab es auch E-Mail-Kontakt, Facebook und so weiter. Und um quasi aus seiner Sicht mal, also die Sicht eines Betroffenen quasi zu hören, weißt du, das ist so ungefähr wie jemand, weißt du, der Krebs hat oder hatte und berichtet dann von, wie er das überwunden hat oder wie er die Heilung, ja, so ungefähr war auch mein Ansatz. Und ich musste dann erst auch durch Zuschriften wirklich von Lesern, anderen Lesern oder die auch das alles gelesen haben, erkennen, dass ich schon längst in seinem Manipulationsspiel drin bin. Weil ein Narzisst, also so, bei dem Beispiel zu bleiben, der hat natürlich alles gelesen auch, der hat sich natürlich total gut ausgekannt zu dem Thema und hat das so geschickt formuliert und hat das alles aber quasi, was ich schreibe, wäre nicht richtig. Oder hat mir sogar ein schlechtes Gewissen einreden wollen, dass ich das falsch dargestellt hätte und schwarz-weiß denken und sowas. Ja? Also es kam wirklich auch, er hat Sachen behauptet, die faktisch nicht wahr waren, ja? Auch geschrieben, also Lügen. Und hat dann später sich sogar mit anderen Namen angemeldet bei mir und hat kommentiert und hat wirklich ganze Geschichten erfunden, die wirklich nur erfunden waren. Also weiß ich deswegen, weil er sich dann ein paar Wochen später per E-Mail bei mir gemeldet hat und so ungefähr Badge bist schon wieder reingefallen. Also es ist wirklich ein perfides Spiel. Ich kann mal ein paar Stichworte, Taktiken oder diese Verhaltensweisen. Es gibt aggressives Verhalten, also es kann über Beleidigen, Drohen, Einschüchtern, Demütigung gehen, den anderen in Frage stellen, den anderen so intellektuell runterreden, dass er an sich selbst zweifelt und sich fragt, ja, weiß ich überhaupt noch irgendwas? Ja. Dann Tatsachen vortäuschen, was ich ja auch erlebt habe.
Ja, schlechtes Gewissen einreden. Also das ist eine unendliche Bandbreite eigentlich. Wow. Das ist wirklich ganz schwer. Deswegen ist es ja auch, denke ich, für Betroffene, also auch, sag mal, auch Partner oder Leute, die im Umfeld Narzissten haben, so schwer, das erstmal zu erkennen und dagegen was zu tun. Weil das ist wie ein Arsenal an Möglichkeiten, was sich wirklich ein ganz stark pathologischer Narzisst einfallen lassen kann. Also er tut dich Aber quasi, das der benutzt dich kann. als Objekt, das muss man immer mal sehen. Er sieht dich nicht als eigenständiges Du, Subjekt mit deinen Gefühlen, mit deinen Wahrheiten, mit deinen Einsichten, sondern das kann er dir gut vorspielen, dass er das glaubt und dass du recht hast. Das habe ich ja auch erlebt. Der hat mir so erstmal recht gegeben, damals die Kommentare geschrieben. Ja, hast du so, das ist richtig, das ist falsch, das ist so. Und deswegen ist es so schwer, weißt du? Und letztendlich geht es aber immer nur darum, dass er im Recht sein möchte. Am Ende möchte er durch seine Methoden immer Recht behalten und letztendlich dich dumm dastehen lassen. Und das ist halt ein richtig perfides Spiel. Das heißt, im Grunde genommen, dieses über dich zu stellen, höher, besser, Genau. ja, ein besseres Licht zu stellen wie du und zu beweisen, dass er oder sie besser wie du ist und die Taktiken und die Strategien, also jeder Mittel ist recht, sagen wir mal so. Genau, und du sagst es genau, er kann nicht, ich nenne, ja, er muss immer höher stehen, weil das für seinen Selbstwert elementar ist. Er kann nicht mit dir auf Augenhöhe sein. Das werden ja auch viele, das haben ja auch viele Frauen geschrieben, in der Partnerschaft, auf Augenhöhe ist nicht möglich, weil er muss immer höher. Er braucht einmal die Bewunderung, also er kann dich auch so manipulieren oder mit seinen Texten und mit seinen Worten, dass du ihm zum Beispiel Anerkennung, Bewunderung, wow. Du hast es ja richtig erkannt oder was auch immer. Einmal das, also er braucht in gewisser Weise immer von dir eine Bespiegelung. In Bewunderung, solange du ihn bewunderst, ja, und alle seine Sachen mitmachst, dann kommt er so rüber, als der, ist er Schaman, dann kann er auch total hilfsbereit sein, um Gottes Willen. Das kann alles ein Narzisst, ja. Aber sobald das kippt, sobald irgendwie du das Spiel durchschaut hast, oder ihn damit konfrontierst, weil Kritik ist null möglich, meistens, sehr, sehr schnell diese Kränkung, dann kippt das und dann kommt auf einmal das andere Gesicht. Und dann kann es halt wirklich, wirklich boshaft werden auch, je nach Ausprägung halt. Und dann vor allem natürlich in der Partnerschaft, das ist ja das, was so immens dann die Betroffenen, also in dem Fall den Partner, verletzt und den Boden und den Füßen wegzieht. Wenn da ein Mensch, der dir, sage ich mal, zuerst mal hier der die Liebe alles gesagt und gezeigt hat die harmonischste und schönste Sache war und auf einmal kippt der und wird zum ganz anderen Menschen und demütigt dich und macht dich schlecht auch vor anderen oder da gibt es alle möglichen Fälle, Arbeitskollegen, Terror am Telefon, alles Mögliche. Und das ist natürlich richtig, richtig verletzend. Sehr spannend. Und dann und nehme ich an, es muss nicht unbedingt nur, also nicht unbedingt so eine direkte Kritik sein, sondern er oder sie hat nur das Gefühl, er oder wird kritisiert oder in Frage gestellt, oder? Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein Narzisst, das ist auch gleichzeitig irgendwo ein bisschen die Lösung da oder ein Ansatz. Er kann eben nicht, jede Kritik ist sofort persönlich. Okay? Also so persönlich, dass er sich als ganze Person komplett abgewertet fühlt. So kommt es an. Genau. Wenn du jetzt irgendwie eine sachliche Kritik gibst oder einfach so eine konstruktive Kritik, so wie das, sag ich mal, mit normalen Menschen machst du und die können das annehmen, ja. Aber ein ausgeprägter pathologischer Narzisst, ich möchte es immer wieder nochmal betonen, ja, also es ist nicht bei allen so. Wir reden jetzt wirklich, sagen wir mal, von einem sehr ausgeprägten pathologischen Narzisst. Im Jargon, im psychologischen, therapeutischen heißt die narzisstische Persönlichkeit. Die kann eben mit Kritik nicht umgehen, weil es immer als komplette Abwertung der ganzen Person, der ganzen Existenz, würde ich fast sagen, gesehen wird. Und dann ist es natürlich logisch, dann kannst du nur so extrem zurückschießen, wenn du so ein falsches Bild von dir hast. Wenn du quasi das Bild hast, ich bin jetzt hier als ganze Person, werde ich abgewertet. Und das ist dann die klassische Projektion und Gegenreaktion. Bevor ich das selbst annehme, mich so abwerte oder das Gefühl habe, dann mache ich es lieber bei dem anderen.
Also kann man sagen, dass es eine Art wie eine sehr ausgeklügelte Überlebensstrategie. Es ist eine Strategie, würde ich sagen, um sich selbst, dass er nicht entlarvt wird, würde ich fast sagen. Also sich selbst zu schützen. Auch da müssen wir nochmal gucken jetzt. Bisher habe ich auch in meinem Text immer geschrieben, dass ein Narzisst ein sehr minderwertiges oder nicht sehr stark ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, also eigentlich immer Angst hat, dass er damit erkannt wird. Wie gesagt, ich bin kein Therapeut. Das ist sicherlich so, aber nach dem, was ich jetzt neuerdings gelesen habe, ist es so, dass es eben nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, sondern, und das ist echt krass, dass ein Narzisst immer denkt, er ist besonders und er liebt sich selbst. Also, das ist auch diese Frage mit dieser Liebe, kann ein Narzisst lieben? Und in gewisser Weise, ja, nur sich selbst. Also, er ist so von sich überzeugt und hat eben keine Angst oder dieses. Wenn ich auffliege mit meinen Makeln oder so, ja. Also diese ganzen Strategien, das ist riesen aufgebläht, das ist ein unglaublich aufgeblähtes Ich. Und jetzt können wir halt, das kann man vielleicht beides sehen, es schreien sich die Gelehrten wohl, einmal um sich selbst zu schützen vor dem kleinen, ganz kleinen Ich oder Selbstwertgefühl. Oder einfach, weil es so geil ist für ihn, weil er so innerlich von überzeugt ist, ich bin einfach der geilste und besonderste Mensch der Welt. Wow, super spannend, sehr spannend. Und dann natürlicherweise zu der Frage, warum diese magische Anziehung, weiß ich, wie du das benannt hast, zwischen einem Hochsensibel und einem Narzissten. Ja, da gehe ich jetzt gern gleich drauf ein. Ich würde gern eine Sache noch mit erwähnen, was mir jetzt in dem Zusammenhang eingefallen ist. Und zwar, warum ist dieses Thema so on vogue? Okay, warum ist es in den Medien? Warum schreiben so viele? Ja, warum schreibe ich darüber? Warum gibt es so viele Bücher darüber und so weiter? Wie gesagt, ich fange bei mir an. Ich habe damit meine eigenen narzisstischen Tendenzen erkannt und wollte es herausfinden. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen, warum ist es gerade in unserer Gesellschaft so ein Thema? Es gibt Autoren, die nennen es die Seuche des 21. Jahrhunderts. Die was? Die Seuche, wirklich die Seuche. Weil, Okay. ja, man muss ja genau gucken. Es ist wirklich wie so ein Modewort fast geworden. Narzisst, du bist Narzisst. Es gibt viele Leute, die tun so gern andere als Narzisst bezeichnen. Ja, da müssen wir aufpassen. Ich habe mittlerweile selbst erkannt, oder wenn man also wenn man selbst Narzisst ist, tut man unglaublich gern andere Narzissten, die man kennt, abwerten. Aber sich selbst natürlich wird man nie erkennen und sagen, ich bin ja auch Narzisst. Ja, Ja. okay, das nur am Rande. Aber was ich einfach erkannt habe, ist, dass unsere ganze Gesellschaft, Wirtschafts- und Leistungsstruktur quasi den Narzissmus so unglaublich fördert und hervorbringt, Und dass der belohnt. nur erblühen kann. Der kann nur erblühen, weil er wird, genau, es wird sogar belohnt. Es wird belohnt, kann man sagen, vom System, von den Strukturen, die da sind, wenn du rücksichtslos bist, wenn du diese Ellenbogen ausfährst, all das, was wir kennen, die Ellenbogengesellschaft, wenn du ein rigoroser Egoist bist, ja, wenn du über Leichen gehst, wenn du dich nach oben bockst, ja. Nehmen wir Trump, ich muss das Beispiel einfach mal erwähnen. Das ist absolut in meinen Augen der Hinweis und dass gerade in unserer Gesellschaft, natürlich in Amerika, noch viel mehr irgendwas ganz, ganz arg schief läuft. Wenn Leute so einen Menschen, der sehr, sehr wahrscheinlich, da braucht man wirklich kein Therapeut sein, sehr ausgeprägte narzisstische Züge hat, Präsident wird. Das hat doch in meinen Augen, kann es nur was mit zu tun haben, mit dem System, mit der Gesellschaft und kulturellen Ordnung, in der wir leben. So, das ist das eine Mal. Zu dem, warum Narzissmus gerade überall drüber geschrieben wird und in meinen Augen auch immer mehr verbreitet ist, weil die Strukturen dafür da sind, um den einfach zu fördern, um das zu leben, um das wirklich auszuleben, im Berufsleben zum Beispiel, ja, aber auch im Privatleben. Genau.
Aber was ich nicht verstanden habe, ist sozusagen, wenn diese Persönlichkeit, diese Störung so gefördert und gelobt und belohnt wird von der Gesellschaft, auf einmal Thema. Das ist nicht neu, also diese Gesellschaft hat sich schon im 20. Jahrhundert so aufgebaut, oder? Naja, weil es immer noch Gott sei Dank genügend reflektierte und bewusste Menschen gibt, die das erkennen. Natürlich kann man darüber streiten, wie narzisstisch den Anteil lassen müssen, aber die erkennen, ey Leute, irgendwas passiert hier gerade. Also ich möchte mal jetzt einen weiteren Autor, ich sage auch einfach mal, dass das auch vieles, was ich hier erzähle, natürlich nicht nur auf meinen Mist gewachsen ist. Der hat vor 4, 5 Jahren ein sehr einschlägiges Buch geschrieben, Narzisstische Gesellschaft, ein weiterer Analytiker, Maas heißt er. Und der das genau auch so schreibt, er kommt aus dem Osten und er hat halt auch diesen Blick gehabt, der hat einmal den Blick gehabt quasi aus dem System, aus dem Osten, Sozialismus und jetzt hat er natürlich den Blick aus dem kapitalistischen System. Und er hat das in meinen Augen sehr schlüssig argumentiert, warum auch in der Politik, in der Wirtschaft Leute an die Macht kommen oder grundsätzlich alle eine gewisse narzisstische Grundstruktur haben, sonst können sie diesen Druck und so weiter alles nicht aushalten. Ja? Genau, also natürlich gibt es immer noch genügend Leute, die das ansprechen und kritisieren oder zumindest benennen. Und in gewisser Weise versuche ich das ja auch zu machen mit meiner Arbeit, um einfach in gewisser Weise eine gewisse Aufklärung zu machen. Ja? Und es passt dann noch ein Wort, es passt ja auch irgendwie. Wir haben ja am Anfang die Ursachen kurz skizziert, wie das entsteht. Und das denken wir zurück in erstens mal in unsere deutsche Geschichte. Denken wir vor 80 Jahren, wir haben zwei Weltkriege hinter uns. Glaub ja nicht, das sind über Generationen, das hast du ja, glaube ich, auch selbst schon. Hast du da, vor allem hier in Deutschland, würde ich sagen, hast du da Traumata am Start? Ja, du hast Vernachlässigung am Start. Ich bin 1979 geboren. Zu dieser Zeit war das noch völlig normal in Krankenhäusern, dass die Kinder unmittelbar nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden. Die wurden dann irgendwie im Brutkasten gleichgelegt. Ja? Was heute aus neurobiologischer Sicht absolut das Dümmste ist und für den Säugling, was man machen kann. Weil gerade am Anfang, dieses nennt man Imprinting, ja, dass das Kind sofort die Nähe spürt und zur Mutter und so weiter, das war damals gang und gäbe, man wurde getrennt. Also Vernachlässigung so, ja. Also von daher, aus meiner Sicht ist das sogar schlüssig, dass auch gerade in unserer Nachkriegszeit durch vorherrschende Erziehungsmodelle, durch vorherrschende, ja, auch da war es noch so ein bisschen, da war ja auch so dieses Starksein, dieses, auch gerade bei den Männern, der Patriarch und so, ja, der auch so dementsprechend mit den Kindern umgegangen ist, dass da irgendwo die Wurzeln auch gelegt wurden, dass heute erwachsene Menschen zumindest die Tendenz oder das Potenzial haben, stark narzisstisch zu sein. Und das wird dann gleichzeitig wiederum quasi wie genährt und gefördert durch unser Wirtschaftssystem. Das würde ich ganz klar schon so sagen, ja. Was ich ja auch selbst, ich war in einigen Berufen, ich war im Büro, ich war im Außendienst, ich war Taxifahrer, ich war im Lager mal, ich habe überall mal reingeguckt und ich habe diese Tendenzen in allen Bereichen gesehen, in denen ich gearbeitet habe. Und vor allem höre ich es immer wieder von Leuten, mit denen ich hier heute spreche. Es wird immer schneller, immer schneller. Man muss immer mehr leisten, immer mehr leisten, immer mehr leisten. Das ist ein anderes Thema. Da kommt man dann viel in Burnout und sowas. Aber die nach oben kommen, dem Druck standhalten, geht in meinen Augen fast nur noch, wenn du eben völlig selbstvergessen, rücksichtslos wirst. Und Gut. genau, also so viel nochmal zu den gesellschaftlichen Sachen. Super, sehr Finde ich. spannend. Und dazu fällt mir eine wichtige Frage, ist folgendes. Ist in dieser Störung das Gefühl, dass die Gefühle nicht ausgeprägt sind, also kalte Menschen, keine Gefühle, also Gefühlsleben ist irgendwie ein bisschen wie abgeschaltet, oder wie ist das, was das mit so enormen Druck Verantwortung und so, das umzugehen und jemanden manipulieren oder sich schlecht fühlen oder irgendwie so was wir hochsensible Menschen, was ist normal, das ist logisch, das mache ich alles so, oder? Ja. Also du meinst, welches Gefühlsleben hat ein Narzisst zum Beispiel? Hat er Ob es irgendwie dieses Gefühlsleben irgendwie
unterdrückt wird oder abgeschaltet wird oder abgespaltet oder wie auch immer, dass dieses Gefühlslevel nicht so ausgeprägt ist. Als erstes würde ich sagen, natürlich, das ist keine Maschine, Narzisst, um Gottes Willen, ja, es ist eine Störung, es ist immer auch ganz wichtig, das zu erwähnen, es ist keine Krankheit in meinen Augen, weil eine Krankheit ist so, kann man nichts machen, es ist eine Störung, die erworben wurde, also eine Charakterstörung, das heißt, man kann auch was daran ändern. So, aber also grundsätzlich glaube ich schon, dass ein Narzisst auch Gefühle hat, definitiv. Ich glaube insbesondere, dass er zwischen zwei Gefühlen immer hin und her schwankt und das ist einmal Wut und Trauer. Das ist auch nochmal ganz wichtig, narzisstische Wut, das ist auch nochmal zu dem Thema zum Verhaltensweisen von Narzissten, die kann grenzenlos sein. Die kann wirklich, würde ich sagen, bis zum Mord gehen, bis zu völligen affektgesteuerten, irrationalen Verhalten. Wenn ein Narzisst in seiner Wut so aktiviert wurde, die daher rührt, dass als Kind und so weiter da Vernachlässigung stattgefunden hat, also nie seine Wut adäquat ausdrücken konnte. So, und ich glaube schon, dass ein Narzisst natürlich möchte es nach außen, weil er hat nach außen immer dieses Bild, der möchte immer ein gewisses Idealbild von sich darstellen, was er glaubt, er ist das, ja. Und da zeigt er nur nach außen. Das sieht man auch wirklich sehr gut, wenn man, ich muss einmal mal das Beispiel, weil es halt so exemplarisch ist, wenn man mal Interviews oder auch Fernsehauftritte hört von oder anguckt von Trump. Das ist so seine Gesichtszüge und so weiter. Oder wenn man ihn mal im Zusammenhang sieht mit seiner Frau, irgendwie aus dem Flugzeug steigt, das ist für mich so ersichtlich, dass das alles gespielt ist. Da ist kein herzliches Lachen und nichts. Ja? So, und auf jeden Fall, ich glaube schon, dass ein Narzisst erstens mal auch Trauer fühlt, was er aber eher, würde ich sagen, im stillen Kämmerchen macht. Wenn er sich vielleicht irgendwie ganz minderwertig fühlt oder wenn mal wieder was nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hat und so weiter. Oder eben verlassen wurde, ja. Glaube ich schon, dass er Trauer spürt. Die Frage ist halt, wie er es zulassen kann. Und nach allem, was ich so auch aus Rückmeldungen gehört habe und was ich gelesen habe, ist aber diese Wut ganz elementar, ganz elementar. Die Ex-Partnerin ist natürlich schuld, sie hat mich verlassen, also muss ich sie jetzt vernichten, so ungefähr. Mit Telefonterror, mit Stalking, mit allem Möglichen, was es da gibt. Weil sie ist es nicht wert, so ungefähr. Sie hat mich nicht verdient, sowas geht, glaube ich, in den Köpfen dann vor. Und ich möchte vielleicht doch noch mal kurz da auf diesen Ursprung als Kind, egal als beides, auch wenn jetzt, sagen wir mal, starke Vernachlässigung oder diese Überverhätschelung. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ja beides keine Form von einer echten Beziehung gewesen mit dem Kind oder Liebe, ja? Sondern eigentlich immer eine völlig fehlgeleitete. Und deswegen ist auch eine Überschrift in meinem Artikel: in gewisser Weise ist es für mich ein Urschrei nach Liebe auch von diesem Narzissten. Ja? Und ich glaube schon, aber deswegen war ich so interessiert, mit jedem Mann darüber mal zu reden, dass er durchaus auch natürlich Freude und auch in gewisser Form Liebe und Anteilnahme empfindet. Ja? Aber ich glaube, es fällt ihm sehr, sehr schwer, es selbstlos auch mitzuteilen. Oder wenn er es zeigt, dann sehr oft nur, wenn er damit irgendwas wieder erreichen möchte. Weißt du, wie ich meine? Da sind wir wieder bei der Manipulationsgeschichte. Ja. Wenn er dich quasi wieder kontrollieren möchte, dann kann er, wie gesagt, sehr, sehr anteilnehmend sein und alles Mögliche. Ja? Sehr einnehmend auch und sehr charismatisch. Aber das ist ja auch keine gesunde Form. Ja, ja, also von den Gefühlen her, das wäre meine Einschätzung, es ist, wie gesagt, nur meine eher in dem pathologischen Bereich. Die Gefühle sind schon da, aber leider halt von der destruktiven Seite. Okay. Gut, jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen. Nee, ist gut, weil ich habe eine Frage gestellt, aber dann bist du zurück zu einem Punkt gekommen, wo das für dich sehr wichtig ist und ich finde, es war sehr wichtig, dass du das benennen hast.
Und weil eine Frage war zu dieser, die magische Anziehung und diese Ankopplung zu der, öfters zu den hohen Sinnen. Genau. Okay, eigentlich ist es relativ verständlich, warum gibt es diese magische Anziehung? Lass uns mal überlegen zusammen, was zeichnet uns Hochsensible aus? Wir haben ein großes Einfühlungsvermögen in der Regel. Ich komme auch gleich nochmal zu dem, warum auch Hochsensible durchaus narzisstische Züge haben können. Aber zuerst mal diese Anziehung, auch gerade in Beziehung. Wir haben. Beziehung auch freundschaftlich, oder meinst du das Ja, ich jetzt würde durchaus Paar alle oder einfach Beziehungen. an? Ja. Beim Paar ist es natürlich ganz, ganz exzessiv oder ganz groß. Aber ein Narzisst hat grundsätzlich in all seinen zwischenmenschlichen Beziehungen immense Defizite, weil er eben auch nicht kooperationsfähig ist, was in jeder Beziehung notwendig ist. Das heißt, du musst auch mal einen Freunden Gefallen tun oder deiner Partnerin und so weiter, und das fällt Narzissten äußerst schwer. Okay, aber warum ist die Anziehung? Also, weil es quasi, es ist wie so komplementär, also gegensätzlich, ja. Also wir Hochsensiblen sind ja, zeichnen sich dadurch ja meistens aus, dass wir ein großes Verständnis haben, ein großes Einfühlungsvermögen, eher an andere denken als an uns selbst, ja. Halt auch, ich sag's mal ganz krass, einiges mit uns machen lassen, bevor wir mal sagen, stopp, also jetzt bis hierhin, jetzt reicht's mir so erstmal, jetzt brauche ich so erstmal, das geht mir jetzt zu weit. Ja, also dieses Thema Abgrenzen, Konfliktscheu, ich glaube, all das, oder? Ich meine, frag dich nochmal, aber ist es so, ist das auch so deine Erfahrung, so als Hochsensibler, so als Merkmale? So grob mal aus ein paar. Ja, fragst du mich, also meiner Meinung nach, das ist ein Merkmal von jemandem, der mit der Hochsensibilität noch nicht umgehen kann und Dann dann machst du so, sozusagen genau. sich Nimm es, genau, noch weil du nicht bist ja da auch, auseinandergesetzt hat. da bist du vielleicht gerade ein bisschen Und mehr der sagen wir Experte. so, nee, also ich bin kein Experte auch nicht, aber ich bin schon in dem Thema schon eine Weile drin und ich unterscheide zwischen Hochsensibilität und nicht gelöste Hochsensibilität oder Hochsensibilität und noch nicht angenommene Sensibilität, weil ich sehe die Hochsensibilität als durchaus positiv. Ich erlebe sie einfach als eine Gabe, als ein Geschenk. Aber Zustand, wo es für mich nur eine Belastung und eine Krankheit und dass ich, das war, also das wirklich sehr schlimm ist. Aber für mich die Hochsensibilität an sich ist nicht das Schlimme, sondern dass ich das noch nicht gelernt habe, damit umzugehen. Aber wenn du das beschreibst, das betrifft auch, also das kenne ich auch von meiner eigenen Geschichte, diese sehr große Mangel an Selbstliebe, Defizit der Selbstliebe, Selbstbild, wie soll man, ja, ein sehr gefälschtes Selbstbild. Und dieses Selbstbewusstsein ist eher klein und dann hat natürlich das, was ich sage, die Tendenz, der andere im Mittelpunkt zu stehen und für anderen zu sein und fürsorglich und all diese Züge, die du so als Gegenpol von diesen narzisstischen Züge beschreibst, für mich passt das Bild komplett perfekt. Ja, das, was du sagst. Nur mit der Genau. Anmerkung, das ist eine unangenommene Hochsensibilität, genau. Genau. Genau, und deswegen, genau, das ist ein ganz schönes Bild, diese unangenommene Hochsensibilität oder noch kein starkes Ich als Hochsensibler, kann man vielleicht auch so sagen, ja. Und genau das ist die Andockstelle, weil ein sehr stark narzisstisch ausgeprägter Mensch, das quasi wie in der Luft schnuppert, der erkennt das quasi gegen den Wind, solche Menschen, die eben noch, sage ich mal, nicht in ihrer Kraft sind und die ihm dann genau das geben, was er für sein Selbstbild, für seine Idealisierung braucht, wie die Luft zum Atmen, das heißt die Bewunderung, die Anerkennung, ja, durchaus auch genau das Unterwerfen, würde ich fast sagen, ja. Ja. Dass ich bin höher, und der merkt das sofort, wenn da jemand ist, der quasi sich unterordnet, einordnet, der eben nicht auf Augenhöhe oder sich ihm gegenüberstellt oder auf Augenhöhe oder sich nicht traut und so weiter. Und das ist eigentlich schon so der Hauptgrund aus meinem Verständnis, und wie du es eben auch gesagt hast, warum diese beiden Charaktere, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, sich so magisch anziehen.
Ja, das macht für mich Sinn. Und dann, also natürlich, wenn du redest, das machen wir so viele Situationen, die man erlebt, wo man sozusagen wie, also da stimmt irgendwie was von vornherein gar nicht, aber ich fand, was da ist, und dann dieses, aha, jetzt weiß ich. Klar, das ist dann logisch, weil dieses nicht auf Augenhöhe oder dieses jemand sozusagen mit deinem Selbstbewusstsein oder ich zu mir stehe und das mit einer gewissen Präsenz da zu sein, sondern diese Tendenz, wirklich sich eher die Akzeptanz der anderen zu suchen, die Annahme der anderen, die Anpassung. Und wenn es Anpassung auf Kosten der Unterordnung ist, dann machen wir das also automatisch. Also viele machen wir das und habe ich auch so, also mein ganzes Leben gemacht. Ja, genau. Kenne ich auch zu Genüge. Genau. Also ist da in dem Punkt mal vielleicht gleich, ich meine, so beim letzten Block will ich ja versuchen, noch ein bisschen näher darauf einzugehen, so Wege der Befreiung. Aber hier vielleicht schon mal so einen kleinen Ausblick für die Zuschauer und Zuhörerinnen. Ich denke, vor allem viele Frauen betrifft das, weil ich auch viele E-Mails von Frauen bekommen habe, die mir ausführlich von Beziehungen mit Narzissten berichtet haben. Es ist absolut auch eine Chance für, auch wenn es noch so dramatisch, schmerzhaft und richtig krank war in der Beziehung, eine Chance für den Hochsensiblen daran zu wachsen und eben in seine Kraft zu kommen. Und eben in die, ja, auch in den Konflikt, nenne ich es jetzt einfach mal, oder in das Potenzial, sich abzugrenzen. Oder einfach den Mut, ganz plump zu gehen. Eben aus der Überanpassung rauszugehen, zum Beispiel, und zu sagen, okay, so und so, meistens hilft es wohl nichts, mit einem nochmal zu reden, aber ich gehe jetzt, weil ich seit Jahren das erlebt habe, da gibt es keine Veränderung und ich glaube auch nicht, dass sich was verändert, also bei dir und sowas, ja, und ja. Okay, also das heißt ganz konkret, wie mache ich das, wenn ich das Gefühl habe, oh ja, das stimmt, in meinem Freundschaftskreis, das stimmt schon, die oder der Person auf jeden Fall, oder in meiner Beziehung, und also wie kann man sich so, kann man sich befreien? Das wäre natürlich die erste Frage, und wenn ja, wie? Ja. Ich habe jetzt schon mal eine Frage gelesen, irgendwie von einer Zuschauerin. Es ist natürlich nicht immer, man kann nicht immer einfach gehen. Also sagen wir mal, man ist, gibt ja auch durchaus Menschen im Familienumfeld, ja. Ja, Verwandtschaft, der stimmt. Onkel, der rechthaberische Onkel oder was weiß ich so, ja, und natürlich auch in der Ehe so. Und ich würde immer sagen, wie krass ist das Ausmaß? Also vor allen Dingen, wie fühle ich mich selbst? Wie sehr habe ich mich selbst schon verraten? Wenn ich nur noch leide, ja, also wirklich auch schon mit körperlichen Symptomen oder so, ja. Dann würde ich ganz klar sagen, radikal Schlussstrich, sogar wenn es sein muss beim Ehepartner, um deine eigene Würde zu bewahren. So, Okay. jetzt aber, wenn man jetzt, sage ich mal, beim Kaffee und Kuchen Familienfest zusammensitzt oder so und dann hat man halt, dann sieht man nur ein, zweimal im Jahr irgendwie, da hat der Schwippschwager oder so oder der Onkel und der fängt wieder da an, seine Show abzuziehen, sage ich mal, wie gut er doch ist, was für ein cooler Hecht und so. Und da wäre mein Tipp, bleib auf jeden Fall sachlich, versuche eben nicht auf seine emotionalen Sachen einzusteigen. Oder anders gesagt, ein Narzisst, das nährt ihn, das gibt ihm auch das, was er braucht, sucht immer den Konflikt. Ja? Das ist für ihn, das mag sich paradox anhören, aber für ihn ist das einfach, weil natürlich den Konflikt, wo er am Ende siegt. Und deswegen kämpft er bis zum Tod umfallen, kann man fast sagen. Und in dem Moment, wo du damit drauf einsteigst, dann hast du da dann zwei Gegenseiten, dann nährt ihn das. Mal abgesehen davon, dass du selbst oder der Betroffene, der Hochsensible, wie auch immer, völlig dann ausgepowert ist, natürlich, ja, da gar nicht mithalten kann, bin ich mir ziemlich sicher, weil ein Narzisst halt so darin geschult ist,
sage ich mal, von seinem Verhalten das so verinnerlicht hat, dass du da nur den Kürzeren ziehen kannst. Und das ist auch meine Erfahrung übrigens mit dieser Geschichte, mit diesem Leser da, Kommentator von meinem Blog. Zuerst hatte ich den Impuls, darauf einzugehen, immer wieder, auf seine Provokation, hat mich auch beleidigt und hat das alles mögliche behauptet und so weiter. Und dann habe ich auch mit anderen da mich ausgetauscht und dann letztendlich habe ich gar nicht reagiert. Und das wäre jetzt, und dann war auch die Folge, dass er irgendwann nicht mehr geschrieben hat. Wenn du ihm keine Nahrung gibst, dann kann es abebnen. Und das wäre jetzt auch mein persönlicher Tipp. Es ist, ich weiß, wie schwer das ist, da eben nicht zu reagieren. Ja? Aber jemanden damit so voll zu konfrontieren und mit ihm auch quasi aufs Schlachtfeld zu gehen, das gibt meistens nur immense Verluste auf der eigenen Seite. Und in irgendeiner Weise halt, man kann ja versuchen, sachlich, weißt du, so auf einer Sachebene mit ihm da irgendwie zu reden oder wenn er eine Frage stellt, einfach nur kurz und knapp zu antworten, bevor man ihn ganz ignoriert, sagen wir mal, wie gesagt, wenn man so am Tisch zusammensitzt, ja. Aber wenn es halt gar nicht mehr geht, einfach auch aufstehen und gehen. Und ich glaube, das ist ja noch Zeichen genug, weil das ist ja wieder genau das, weil dann hat er eben nicht, wie gesagt, ein Narzisst sucht immer wieder von außen entweder Bewunderung, Bestätigung, auch natürlich in all seinen Argumenten oder auch den Kampf, ja. Und wenn du ihm das nicht gibst und sich dem entziehst. Also das heißt, grundsätzlich glaubt die Person, also hauptsächlich, oder sozusagen das Ingredient Aufmerksamkeit, das muss da sein. Wenn genau, der, das, genau. Deine Aufmerksamkeit nicht mehr hat, genau. Dann ist das Spiel einseitig, das ist quasi aufgehoben, weißt, weil genau das Stichwort Aufmerksamkeit ist ein sehr gutes Stichwort. Es geht eigentlich immer um Aufmerksamkeit. Und klar, und dann kann es natürlich passieren, dass er dann, weil das ist ja, er bekommt keine Aufmerksamkeit und sofort bei, oh mein, dann kommt die Wut. Und dann versucht er mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit an sich zu reißen wieder. Ja? Und selbst dann, also ihn komplett in seiner Wut, in allem, egal was er von sich gibt, einfach da stehen zu lassen. Und letztendlich trifft ihn das am meisten. Aber es geht gar nicht darum, ihn zu treffen auch, sondern es geht darum, wie du selbst dich da irgendwie schützen kannst. Und ja, aus dieser destruktiven Verbindung rausgehen kannst. Beziehungen, wie ob Freunde, Partnerschaft, Arbeitskollegen, whatever. Und ja, es einfach eben nicht zu dieser Polarität kommen zu lassen. Das würde ich sagen, ja. Ja, das kenne ich gut. Also das habe ich schon immer so ein bisschen instinktiv gemacht, ohne das zu benennen. Dies habe ich gemerkt, oh, die Person sucht meine Aufmerksamkeit, aber das ist nicht aus einem echten Aufmerksamkeitsinteresse, sondern es ist was anderes, dass es sich einfach nicht gut anfühlt. Und ich glaube, dass die sensiblen Menschen, die empathischen Menschen, wir spüren das. Aber wir spüren es, wenn ein echtes Interesse da ist oder wenn es irgendwie das komisch da in die Luft ist. Ja, total. Und dann habe ich sofort wie diplomatisch oder umgedreht, woanders hingegangen, sage jetzt eine Treffen oder Party oder wie auch immer. Und dann habe ich einfach mich unauffällig, ohne zu konfrontieren, einfach die Aufmerksamkeit woanders geleitet und habe sie mir beobachtet, die Person sucht sie jemand anders. Dann sucht sich in den Raum, in den Umfeld, wer gibt mir jetzt Aufmerksamkeit, weil da bekomme ich nicht, was ich brauche. Und die gehen irgendwie woanders und suchen sich, sagen wir mal, die Nahrung woanders, oder? Ja, genau. Das hast du sehr gut genau, Boba, genau. Also es ist dann auch schön zu beobachten anscheinend. Ja, genau, er sucht dann woanders da jemanden, wo er sich anklinken kann. Ja. Die Person halt, ja. Ja, also das wäre jetzt so einfach mein Ad-Hoc-Tipp, so, oder eigentlich auch, ehrlich gesagt, auch der einzige, den ich kenne oder den ich weiß oder den ich empfehlen würde oder aus meinen eigenen Erlebnissen auch. Weil alles andere, ich habe natürlich auch, ich bin immer wieder auch drauf reingefallen und habe auch, dann kam natürlich irgendwie meine Wut und meine Kränkung, wie gesagt, ja, also, und dann bin ich darauf eingestiegen und das ging am Ende, das kann sich so hoch potenzieren, das geht dann fast bis zu Toten, sage ich mal, im übertragenen Sinne. Ja. Also, das ist dann, ja, und die Energie verpufft natürlich ohne Ende, das kostet ohne Ende Energie.
beschäftigt dich tagelang mitunter. Total. Aber gleichzeitig sehe ich schon ein enormes Potenzial, wenn man in diese, sozusagen, so eine Situation reinkommt, das ist sogar eine Beziehung oder wie auch immer, weil das fördert einen sozusagen zu sich zu stehen, zu sich zu kommen, bei sich zu sein, an mich zu sein, Grenzen üben, Abgrenzung, das sozusagen, das zwingt mich oder zeigt mir, wo meine ungelösten Punkte noch sind. Und diese Person Absolut. sozusagen, die dockt an genau an der ungelösten Punkte von meiner Sensibilität, von meiner Empathie, also der trifft genau diese Punkte und dann werden sozusagen noch auffälliger und man wird aufmerksam auf diese Punkte oder Themen und wie auch immer. Man hat natürlich die Chance, wenn ich sie sehe, dass ich daran arbeiten kann, oder? Absolut, ja. Das würde ich komplett so unterschreiben. Wie eben schon erwähnt, bei allem Negativen oder Destruktiven oder Schmerzhaften, was es heißt, mit so einem Narzissten auskommen zu müssen, gleichzeitig ist es für dich, sagen wir mal jetzt als Hochsensiblen, eine Chance, dich selbst besser kennenzulernen. Ja, und ein Stück weit dir näher zu kommen. Wow, sehr schön ausgedrückt. Toll. Sehr schön. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen so eine Stunde unterwegs. Hast du noch, das waren die Blöcke, die du Ja. benennen wolltest. Haben wir das gut Ja, nee, abgedeckt, oder? ja, es gäbe noch einen Block. Die Zeit rennt immer, das ist sehr oft so. Aber Gell? wenn wir dann noch Zeit haben, wenn du noch die Zeit dem geben möchtest, wir wollen ja noch Fragen beantworten. Ich Ja, weiß ja genau, nicht. das wollte ich. Ich wollte erst mal fragen, bevor wir zu den Fragen kommen. Genau. Ich versuche es auch so kurz wie möglich. Ich würde gerne noch zwei in meinen Augen wichtige Sachen ansprechen. Sehr Und gerne, ja. zwar einmal, das hatte ich auch eingangs erwähnt, ist die Frage, ich nenne es mal als Frage, ist es möglich, dass man als Hochsensibler auch stark narzisstisch ausgeprägt ist? Und das ist die Frage einfach, die ich Sorry, aufwerfe. ganz kurz weg. Wie war die Ja, Frage? die Frage ist, wir als hochsensible Person, du hast das schöne Wort eben genannt, als, wie hast du es genannt, als gesunder Hochsensibler, der in seiner Kraft schon ist, ja, Ja. können wir auch als Person narzisstische Tendenzen haben? Und Ja. ich sage ja, aber man muss da genau hingucken. Und zwar, lass uns noch mal kurz, ganz kurz überlegen. Alle, also ich kenne aus meiner Entwicklung, alle Hochsensiblen, mit denen ich in den letzten 3 Jahren gesprochen habe und auch aus der Literatur, die haben, sage ich mal, eine schwierige Kindheit. Die sind oft in ihrer Hochsensibilität nicht erkannt worden, okay? Weil es damals überhaupt nicht die Zeit dafür war, wie erwähnt, ja, 60er, 70er Jahren. Das heißt, auch wir als Hochsensible haben in gewisser Weise Vernachlässigung erfahren, oftmals. Also ich rede Ja. von mir, ich kenne es von mir und aber auch von vielen anderen, die ich kenne. So. Und daraus kann in meinen Augen, und das hat auch mein Autor, mein Bloggerkollege David Mitzkart, möchte ich hier durchaus gerne erwähnen, hat er einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, hat er auch einen sehr schönen Satz gebracht, dass gerade aufgrund unserer, die zu HSP typische Eigenschaften wie Reizempfindlichkeit oder auch, wie du es als unerlöster HSP, in der eigenen Unsicherheit noch, ja, dass sie als Erwachsener natürlich bestehen bleiben, aufgrund von Erfahrungen in der Kindheit, es dann aber passieren kann, dass sie halt konstant unterdrückt und bekämpft werden, in Form, weil wir noch nicht das erlöst haben, ja. Und dann kann es wirklich passieren, und das habe ich auch schon beobachtet von Hochsensiblen, mit denen ich in den letzten 3 Jahren zu tun hatte, ich war auch, gehe auch in Kreise, aber egal, im privaten Umfeld, überall, dann kann es zu einer gegensätzlichen Reaktion oder Verhalten kommen, quasi zu einer Gegenkompensierung. Das heißt, anstatt jetzt anzuerkennen, ja, ich habe Unsicherheiten, ja, ich habe auch noch meine Unzulänglichkeiten, ja, ich habe auch meine Fehler, ja, das, was jeder Mensch hat, kann es durchaus passieren in meinen Augen, dass Hochsensibler zu neigen, zu sagen, nee, Moment mal, also ich bin besonders und meine Sensibilität, die ist einzigartig da, und darauf muss mein ganzes Umfeld Rücksicht nehmen. So, und es kann durchaus dann auch, das habe ich schon erlebt, auch zu ähnlichen Verhalten kommen, wie Abwertung, wie eben Selbstidealisierung, wie Neid.
und so weiter. Und auch zu wie fehlende Einfühlungsvermögen und so weiter. Ja? Deswegen würde ich es eigentlich, ich möchte dir ganz klar sagen, ich würde nie sagen, dass das in die Richtung geht von diesem boshaften, wirklich sehr ausgeprägten Narzissmus. Weil ich da einfach glaube, dass wir Hochsensiblen aufgrund unserer Veranlagung von Natur aus dieses stark ausgeprägte Empathiegefühl haben. Ja, und dieses Einfühlungsvermögen. Das ist für mich nach wie vor absolut gesetzt. Ja, deswegen, wie erwähnt, ein Narzisst, der ein sehr stark ausgeprägter Narzisst, der kann sich nicht in die Lage des anderen, er will es nicht, er möchte es nicht, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Und da möchte ich einfach nur den Hinweis geben, auch an alle Zuschauer, und das mache ich auch ganz ehrlich mit mir selbst natürlich und auch in all meinen Artikeln, seid einfach radikal ehrlich zu euch. Ja, kommt in eure Kraft als Hochsensible, im erlösten Teil, mit Abgrenzungen zu sich stehen und so weiter, aber schaut auch dabei, dass ihr euch nicht im Elfenbeinturm bewegt und nur noch um euch selbst kreist, ja, mit all euren Gedanken, Umwelteinflüssen, Gesundheiten, was auch immer, sondern auch immer wieder zu gucken, halt, was ist Hochsensibilität und wo habe ich vielleicht einfach auch, wie jeder Mensch, irgendwo meine Macken und Störungen und das gehe ich auch dann an. Also mit einem Wort, dieses Hochsensibilität als Entschuldigung. Ich bin hochsensibel, das ist die Erklärung für alles und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Halte ich, milde gesagt, für problematisch. Und eben nicht in der Form von als Mensch ganz in seiner Kraft zu sein und vor allen Dingen auch, ja, alle seine Licht, aber auch Schattenseiten zu sehen. Ja. Super, sehr schön, sehr wichtig. Das kann ich auch nur unterstreichen. Ja. Okay, schön. Also das ist so quasi der kleine Wink mit dem Zaunpfahl oder der Rat für mich, also oder für alle Leute jetzt da draußen, was für mich einfach wichtig ist, als Hochsensibler da, ich nenne es einfach mal drauf zu achten, weil es wäre so schade, es ist so ein schönes Potenzial, wenn es dadurch quasi, wie soll ich sagen, nicht richtig zur Entfaltung kommt. Ja. Genau, dann vielleicht der letzte, jetzt noch der letzte Streifzug. Gibt es Möglichkeiten, einmal als, wenn man selbst wirklich sehr stark ausgeprägter Narzisst ist und das auch erkannt hat, das ist durchaus möglich, und sagt, ich möchte daran was ändern, also in der Form von einer Therapie oder was auch immer. Mhm. Und ja, das ist auch absolut spannend und das ist auch irgendwie, das hat mich sehr berührt, als ich das recherchiert habe, muss ich sagen. Bisher habe ich viel darüber gelesen, dass ein Narzisst grundsätzlich ganz schwer therapierbar ist. Warum? Rufen wir uns nochmal in Erinnerung, all die Verhaltensweisen, weil er per se von sich aus denkt, er ist besonders, er ist makellos. Also warum sollte er sich in den Therapiestuhl setzen und irgendwie sagen, ich habe irgendwie Probleme? Der würde sich eher hinsetzen, um noch ein besserer Narzisst zu werden und dass der Therapeut ihm hilft. Und er würde sagen, meine Frau hat ein Beziehungsproblem und die müssen sie jetzt therapieren. Also deswegen ist es sehr schwer und es braucht nach meiner Recherche sehr erfahrene Therapeuten und viele Therapeuten lehnen auch Narzissten wohl ab in der Therapie. Das ist das eine. Und natürlich hinzu kommt, dass natürlich auch ein Narzisst sehr gerne in der Therapie auch seinen Therapeuten versucht zu manipulieren, um für sich zu gewinnen. Weil das Verhalten legt er einfach ab. Das ist so in seinen ganzen Strukturen verinnerlicht. Warum sollte er das, wenn er dem Therapeuten gegenüber sitzt, ablegen? Ja? Also musst du zuerst mal als Therapeut so in deiner Mitte und vor allem Erfahrung sein, dass du es erst mal erkennst. Ja. Wow. Das ist quasi die, die schlechte Nachricht für Narzissten. Nach meinem Stand ist es sehr schwer. Es gibt definitiv Therapieformen. Es gibt wohl auch Kliniken, die Narzissten therapieren. Nur am Rande erwähnt, der Narzisst, der sich bei mir gemeldet hat auf dem Blog, der hat, das sage ich jetzt nicht, um ihn jetzt irgendwie zu beschuldigen, er ist Narzisst, sondern er hat mir das ziemlich schnell am Anfang geschrieben, er ist diagnostizierter Narzisst und hat eine mehrmonatige Therapie gemacht. Und das war halt auch eine Erkenntnis. Und trotzdem, ich kann es nur aufgrund seiner Verhaltensweisen innerhalb des letzten Jahres, hat es in irgendeiner Weise nicht angeschlagen. Da war schon eine Reflexion, was ich so rauslesen konnte, aber ganz sicher war da auch ganz viel eben verteidigen, Recht haben wollen und halt mich
manipulieren und halt auch wirklich erniedrigen und so weiter. So, Wow. und jetzt komme ich zu dem positiven Ausblick für Narzissten, was jetzt wohl aktuell auch, da möchte ich auch diesen Bonelli, das ist ein Psychoanalytiker aus Wien, was er schreibt und was wohl auch aktuell sehr oft angewendet wird, und das hat mich total berührt, und das, weil es auch irgendwie wieder zu dem in dem Kontext passt, Kontext mit dem Hochsensiblen. Und zwar mit einem Satz: Die Chance ist für den Narzissten, dass er die Wende schafft von der rein ich-zentrierten Liebe zu einer du-bezogenen Liebe. Das heißt, wenn er es schafft, die dritte Fessel war ja die fehlende Selbsttranszendenz, wenn er es schafft, über sich hinauszugehen und vor allen Dingen, wie erwähnt, ich glaube, Narzisst ist schon auch zur Liebe notwendig, und es schafft trotz vielleicht innerlichen Widerständen oder Ängsten, in höhere Form von Lieben zu gelangen. Das mag sich jetzt paradox anhören, aber ich fand das sehr einleuchtend. Weil, wie erwähnt, Narzissmus wird das sehr gerne mit Selbstliebe, Kreisen um sich selbst, er liebt sich nur selbst, bezeichnet. Und so kann die Chance bestehen und durchaus auch in der Partnerschaft. Wie gesagt, wenn derjenige schon auf dem Weg ist der Erkenntnis, wenn er voll mit seinen Sachen noch so identifiziert ist, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig. Ja? Aber indem er halt seine Bauchgefühle vom Kopf, also alle drei Ebenen, Kopf, Herz, Bauch mit einbezieht und dann aus dem eine Entscheidung trifft und eben in eine du-bezogene Liebe geht, wo er sich selbst mal komplett vergisst. Was ja per se komplett konträr ist für einen Narzissten, weil er nur an sich selbst denkt. Also siehst du den Switch? Das wäre quasi Ja, genau total. die Gegenbewegung. Total. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, aber ich fand das so schönes Bild. Also auch, dass der Narzissmus ein Stück weit da durch Liebe quasi schmelzen kann. Aber nochmal, die Wow. der Narzisst selbst erkennen muss und dementsprechend auch geben muss. Ohne gleich, das ist ja erst dann diese selbstlose Liebe, oder da gibt es auch, ich glaube, es ist lateinisch, diesen Begriff der Agape, diese höhere Form der Liebe, was zu geben, ohne was zurückzuerwarten oder dass ich einen Vorteil habe oder was auch immer. Und das ist natürlich eine Übung, also das könnte ein Weg sein, sich in dieser Tugend, würde ich fast sagen, zu üben. Wow, sehr schön Und im ausgedrückt. Übrigen passt das in meiner Weise, wenn man eben, fällt mir gerade so, kommen mir als Impuls auch bei dem, wenn es Hochsensible gibt, die vielleicht jetzt erkennen oder erkannt haben oder wie auch, wenn sie ehrlich mit sich selbst sind, dass sie auch durchaus narzisstische Anteile haben, ist das auch der Weg, weil wir haben ja schon grundsätzlich das Potenzial zur Liebesfähigkeit, zur Empathie für andere und eben nicht wieder gleich zu denken, wenn ich das jetzt tue, wenn ich in diese du-bezogene Liebe völlig aufgehe oder das mache, dass ich selbst wieder ganz mich verliere. Weil ich glaube, da kann echt was passieren, dass dann eben, man kennt das ja, in dem Moment, wo man das so gibt oder auch so liebt und man hat die größte Angst irgendwie, man kriegt nichts zurück oder man verliert sich selbst, aber auf einmal passieren da wie Wunder, man bekommt was zurück. Das ist ja auch eigentlich das Geheimrezept für jede gute Beziehung oder Partnerschaft, eine gesunde. Ja? Genau. Wow, so schön und sehr, das auch natürlich auch seine Art wie. Also Heilung ist ein bisschen, aber so, sagen wir so, wenn man sanftere oder nicht so starke, nicht so extreme die Züge hat, dann ist das schon natürlich ein Weg, um das darüber hinaus zu wachsen. Genau, und nochmal, dieser Urschrei nach Liebe, ich glaube das nach wie vor, dass das ganz tief unter all den Schichten der Verhaltensweisen, die ein Narzisst sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat, ist dieser, eigentlich dieses verletzte Kind, das Liebe möchte. Und deswegen macht es ja, er macht es ja auch. Er möchte Bewunderung, haben wir festgestellt, das ist ja alles Form von Liebe, ja? So. Und wenn er jetzt eben quasi das Kind an die Hand nimmt und gerade diesen Sprung macht und diesen Weg, was ihm so immense Angst macht und sagt, okay, jetzt gebe ich aber Liebe.
wo ich ja immer, aber ich habe sie nie erkannt, ich habe sie nie erhalten von meinen Eltern, vom Bezugsperson, was immer. Deswegen muss ich mein ganzes Leben lang laufe ich dieser Liebe hinterher und es wird nie passieren. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Weg, ein Schritt als Narzisst auch durchaus Beziehung führen zu können. Hat ein Analytiker mal geschrieben, indem er radikal einfach anerkennt, dass dieser Liebesverlust, der stattgefunden hat, der natürlich so immens war, der wird immer da sein, dieser Schmerz. Und kein Mann, keine Frau der Welt würde ihm das jemals geben können. Und trotzdem damit in Beziehung zu gehen. Ja, und zu sagen, okay, ich habe da das, ich habe da aber diesen Schmerz der Liebe, aber gleichzeitig auch das Potenzial, Liebe vielleicht auch geben zu können. In diesem Du, ohne dass ich immer wieder erwarte, ich brauche, ich will, du musst mich lieben. Weil das ist ja genau die Falle, wo er immer wieder drin sitzt. Also im Grunde genommen, es geht auch um Nächstenliebe. Es kann man auch wirklich ein bisschen im religiösen, biblischen Kontext, wenn die gesunde Selbstliebe psychologisch, ja, das sind wir, ja, Selbstliebe im positiven Sinne eingebettet ist, in eine Nächstenliebe, die das auch begrenzt, relativiert, ja, dann glaube ich, ist das ein Weg, ist das eine Schneise, die da möglich ist, durch diesen unendlichen Dickicht, all diese narzisstischen Verhaltensweisen. Wow. Also ich möchte einen Satz abschließen zu dem, der hat mir so gut gefallen, den möchte ich jetzt einfach auch mal hier so gerade zitieren, und zwar von diesem schon bereits erwähnten Analytiker, der heißt Bonelli in seinem Buch. Jedenfalls kann sich der Narzisst der Liebe öffnen, solange er Mensch ist und ein Herz hat und sowohl die Bedürftige als auch in besonderem Maße die schenkende Liebe hat das Potenzial, seine drei Fesseln zu sprengen. Wow. Wow. Und das, wie gesagt, das war für mich jetzt auch ganz neu und ich fand das aber, es hat mich so auf Resonanz gerade auch immer wieder gebracht, als ich das gelesen habe. Und habe auch selbst wirklich für mich einiges nochmal rausgezogen und ich glaube, das ist einfach ein sehr schönes Bild, ja. Sehr schön. Wow, sehr berührend. Vielen Dank. Toll. Sehr gerne. Wow, okay, super, dann machen wir eine nicht so lange Runde Fragen, falls es noch Fragen hat, weil ich glaube, da hat schon der Oliver schon einige Fragen aus dem Kopf von vielen aufgeräumt. Und ja, das wollte ich auch fragen, das auch. Falls es noch Fragen gibt, dann machen wir eine kurze Runde Fragen gerne und dann so 10, 15 Minuten, dann würde ich sagen, schließen wir ab. Du hast da die Seite offen. Hat jemand eine Frage? Möchte jemand eine Frage der Oliver stellen? Also ich gucke jetzt auch mal in den Kommentarfunktionen. Ja, genau, gerne. Hast du da? Ich sehe schon einige Kommentare, genau. Magst du vielleicht eine Frage daraus picken? Ich sehe, okay, ich gucke jetzt gerade mal drüber. Hier sind einige Kommentare. Genau. Da gibt es einige Kommentare zu technischen Fragen. Ich denke, das ist besser, wenn du das beantwortest. Das war halt ziemlich. Ah ja, also das zu den technischen, es ist, also sage ich mal so, diese Technik ist noch nicht ganz, ganz, ganz so entwickelt, dass viele Leute gleichzeitig an die Leitung sein können. Das ist sozusagen die beste Option, die es im Moment gibt. Aber es führt schon manchmal zu Tonunterbrechungen und die Stimme geht manchmal weg. Das müssen wir einfach wie alle da mitleben. Und sozusagen wir dankbar sein, dass diese Möglichkeit gibt. Aber perfekt ist, also es ist weit entfernt von der Perfektion, sage ich mal so, diese Situation. Aber der Vorteil ist, dass man wirklich dabei sein kann, Fragen stellen kann und so richtig wie in Kontakt mit euch. Und deswegen machen wir auch diesen Format, nicht nur das Interview drehen, ausstrahlen, sondern einfach auch mit euch. Man muss das wirklich live, also so gut wie es geht, so euch zu fühlen, da präsent. Genau. Gut, ich habe jetzt zwei, drei Sachen gelesen. Es sind auch zwei, drei Fragen dabei, die möchte ich jetzt gern versuchen zu Super. beantworten und darauf einzugehen. Okay.
Cheo hat hier geschrieben, würde sich nicht eine narzisstische Persönlichkeit eine Frau aussuchen, die ihn in der Öffentlichkeit nach außen hin aufwertet. Ja, da fällt mir ganz spontan wieder das Beispiel Trump ein. Also die Frage würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Wenn man das mal bei Trump beobachtet, aber auch bei vielen anderen Promis, im Grunde genommen sucht ein Mann, dann nennen wir es ja auch mal jetzt männlicher Narzisst, weil da ist es halt da am meisten verbreitet. Sein Partner ist quasi wie eine Selbstbespiegelung seiner selbst. Genau, er braucht seinen Partner, um sich selbst aufzuwerten. Ja, und von daher ist natürlich eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, oder eine Frau, solange er da auch irgendwie Profit von zieht oder die Frau nicht höher steht als er, würde ich sagen, ist das natürlich für einen ausgeprägten Narzissten eine ideale Partnerin. Ja. Macht Sinn, Genau. ja. Genau, das hoffe ich soweit dann beantwortet. Ja, jetzt hat hier Jacqueline geschrieben, aber das ist doch gerade das, was der Narzisst nicht kann. Gut, jetzt kann ich nur spekulieren, was du damit genau meinst, Jacqueline. Ich vermute mal von meinem Gefühl her, du meinst damit, was ich eben ausgeführt habe, das Thema ja, lieben oder quasi eben in diese Liebe zum Du zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das damit meinst. Du kannst da gerne nochmal einen Kommentar hinterlassen, ob das das auch trifft. Ich gehe jetzt einfach mal meiner Intuition folgen und beantworte das mal, wie ich es eben erwähnt habe. Es war für mich auch im ersten Moment völlig, ja, ich sage es mal direkt bescheuert, ich konnte es auch nicht verstehen, weil ich auch immer das so verstanden habe, ja, ein Narzisst, der kann doch keine Liebe geben und der ist nur mit sich selbst beschäftigt. Und wie gesagt, das ist wohl sehr aktuell jetzt gerade wohl in therapeutischen Kreisen. Wie gesagt, ich bin kein Therapeut, also deswegen kann ich die Frage nur aus meiner Einschätzung beantworten. Aber für mich hat das irgendwie Sinn gemacht, weißt? Und es ist natürlich ein Riesenschritt, und wir reden immer davon, wenn der Narzisst gewillt ist, wenn er es erstmal erkannt hat, dass er diese Tendenz hat als Narzisst. Und es kommt sehr oft zu narzisstischen Krisen. Wenn eine Beziehung nach der anderen in die Brüche geht, wenn ein Job verloren wird, dann kann es durchaus, dann fällt das Kartenhaus quasi zusammen, bei einem Narzissten zu einer Krise kommen, wo er auch, das ist gleichzeitig eine Chance, ja, sich selbst in Frage stellt oder einfach ins Nachdenken kommt. Und dann könnte ich mir das vorstellen als Möglichkeit, dass er aus seiner Begrenzung, weil eigentlich ist er ja komplett unfrei und selbstbegrenzt, herauskommt. Mit dieser Liebe. Also wie gesagt, das sind Sachen, die ich nicht sage, sondern das ist wirklich jetzt aktuell aus einem sehr aktuellen Narzissmusbuch. Wenn du das damit meinst, Jacqueline. Jetzt sehe ich es gerade weiter unten. Genau, du hast die Nächstenliebe gemeint. Ah ja, das hast du dann nochmal kommentiert. Ja, das ist ja eigentlich genau, wie ich es eben schon vermutet habe. Und genau, ich habe es eben schon gesagt. Es hört sich im ersten Moment völlig konträr an. Und natürlich kann er das auch, wenn er voll mit seinen ganzen Idealisierungen und falschen Selbstbildern noch identifiziert ist, kann er das sicherlich nicht. Und wie erwähnt, ist es als Möglichkeit, wenn er entweder eine Krise erwähnt schon hatte oder halt selbst so reflektiert ist, dass er sieht, ich kann jetzt was oder ich muss jetzt was ändern. Und nochmal, es sind, auch wenn es sich noch so vielleicht pervers auch für die Betroffenen anhört, die mit solchen Narzissten zu tun hatten, es sind immer noch Menschen, die auch ein Herz hatten. Das schreibt auch dieser erwähnte Autor. Und ich glaube auch, dass es immer noch ganz tief drin in ihm möglich ist. Ja. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Und ich habe viele Fallbeispiele gehört und ich weiß, wie destruktiv das sein kann und wie schwer und dass der eben, dass viele halt eben hängen bleiben und eben in keinster Weise sagen, also Narzisst meine ich jetzt, da muss ich was ändern oder so, das liegt an mir, sondern immer weiter ihr Spiel treiben, völlig klar. Und dann würde ich auch empfehlen, wie vorhin erwähnt, da halt einfach komplett rauszugehen, wenn es nur noch destruktiv ist, ja.
Ja, dann hat Sarah noch einen Kommentar hinterlassen. Ja, genau, sie schreibt auch, sie glaubt nicht, dass der Narzisst sich wirklich liebt. Er muss alles deckeln und sich so lange drehen, bis er gut und perfekt dasteht, um nicht verlassen zu werden, um Liebe zu verdienen. Genau. Und er muss sich auch selbst verstecken, dass seine Fehler nicht entdeckt werden. Genau, das habe ich alles ausgeführt. Absolut. Das sind die typischen Verhaltensweisen eines Narzissten. Und wie erwähnt, da gibt es wohl gerade, da streiten sich die analytischen Gelehrten. Es gibt ganz groß, ganz stark auch vertreten die These, dass halt ein Narzisst eben kein Selbstwertgefühl hat oder ein sehr, sehr minderwertiges und eben deswegen all das nach außen macht, damit er ja nicht in seiner ganzen Verletzlichkeit entdeckt wird und in seiner ganzen Kleinheit, kann man fast schon sagen. Genau, also klar, Sarah, das kann ich gut verstehen. Das ist deine Erfahrung, die habe ich auch schon gehabt mit anderen. Und für mich persönlich, vielleicht ist es ja eine Lösung, wenn man halt beides sieht. Kann vielleicht beides sein. Dass er halt wirklich kein Selbstwertgefühl hat und letztendlich vielleicht das andere auch, dass er ja sich selbst so liebt und denkt, er ist was Einzigartiges und so weiter. Okay, also ich habe jetzt hier keine weiteren Fragen gesehen, Kommentare. Was meinst du, Camillo? Wollen wir, wenn wir Ja, den ich Einzelnen die glaube schon. Möglichkeit geben, den Leuten jetzt vielleicht, jetzt ist noch die Möglichkeit zu kommentieren, oder es geht ja jetzt direkt live, gell? Das kann man. Also die Kommentarfunktion bleibt sowieso aktiviert. Das kann man immer wieder weiter kommentieren, weiter lesen. Also wenn wir sozusagen abrunden und abschließen, kann man weiter kommentieren. Gerne, bitte kommentieren. Wie fandet ihr das und wie hat es euch gefallen? Hat es geholfen? Also mir persönlich hat es super geholfen, hat einiges wirklich Aha-Aha-Effekte gegeben, hat so erklärt, das ist typisch diese, jetzt verstehe ich die und die und die und die Situation. Sehr interessant, sehe ich ein enormes Potenzial da drin als Entwicklung für jeden Mensch, der da involviert ist, sei es stark ausgeprägter Narzisst oder jemand, der wirklich oder der andere Pol sozusagen, jemand, der mit der Narzisst zu tun hat, ein großes Entwicklungspotenzial da drin. Und ich sehe einfach gute Nachrichten. Na, hauptsächlich, obwohl, kann ich gut vorstellen, also so nahestehend habe ich nicht wirklich so eine extreme Situation aktuell im Moment. Und deswegen, also wenn man da drin ist, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Das ist auf Ja, jeden Fall. Das kann ich definitiv, total ja. nachvollziehen. Ja, ich auch. Ja. Genau, wenn man da drin so richtig da drin ist, dann sieht man deswegen noch das Positive oder das Potenzial Ja, dazu natürlich. erkennen. Nee, Das das, ja. eine Zeit lang. Und es ist auch in dem Moment wahrscheinlich gar nicht möglich, das Positive an dem narzisstischen Partner zu sehen oder die Nächstenliebe, das kann ich total nachvollziehen, das möchte ich auch nochmal sagen. Ja. Wahrscheinlich eher, wenn man Ja. raus ist mit Abstand, dann kann man einiges reflektierter sehen. Und natürlich in solchen wirklich krassen, engen Momenten der Destruktivität und so weiter, da helfen wahrscheinlich nur Akutmaßnahmen, wie sich zu trennen oder Abstand und was auch immer, sowas, gell? Also Ja. das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, dass ich das total nachvollziehen kann. Wie gesagt, haben wir ja auch viele Kommentare dazu bekommen, gerade halt auch von Frauen, dass die da wirklich ein Martyrium und eine richtige Leidenstour hinter sich haben. Und das möchte ich auch in keinster Weise Ja. abreden, aber im Nachgang kann die Chance darin stehen, dass du selbst darin halt wächst. Danach, würde ich sagen, ja. Erkennst, warum bist du so lange darin geblieben? Warum gab es überhaupt diese Anziehung? Warum bist du in diese Beziehung eingegangen? Und die Muster erkennst, das und halt auch erkennst, was hat es mit deinen eigentlichen Persönlichkeitsstrukturen zu tun und sowas, ja.
Sehr schön, Oliver. Vielen Dank. Das war echt eine super schöne Zeit. Hat uns sicher viele Input und Erkenntnisse beschenkt und viele Möglichkeiten, auch wirklich konkret, wie damit umzugehen und was kann man machen und wie kann es erkennen. Also vielen Dank, lieber Oliver. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich danke dir für die Möglichkeit, abschließend darüber zu reden, das einfach mal thematisiert zu haben. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Tabuthema, vielleicht auch in hochsensiblen Kreisen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht ein Thema, was in der nächsten Zeit noch sehr an Fahrt gewinnen wird. Und ja, und in der Hinsicht appelliere ich halt an alle, dass man einfach auch ehrlich ist mit sich selbst und genau auch sehr schnell erkennt, wenn es da jetzt ein bisschen dazu beigetragen hat, wenn man mit solchen Leuten in Kontakt kommt, aber auch durchaus bei sich selbst, das sage ich immer wieder auch gern. Ja. Und hat mir Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Ja. Es hat sehr gern geschehen. Schön an euch, die so lange da geblieben seid und dass ihr da gewesen seid. Diese Aufnahme wird auch für 24 Stunden auf die Seite sein. Die Kommentarfunktion bleibt offen. Unter dem Interview sind die Links, wo man, wenn man mehr von Oliver wissen möchte, da hat es verschiedene Links, seinen Blog und alles Mögliche, was er an tolle Sachen macht. Und dann sehen wir uns ein nächsten Live-Interview am Samstag 20 Uhr mit Christina Frank. Das ist das Thema alternative Erziehungsmöglichkeiten, alternative Oh, Schulen, sehr spannend. hochsensible Kinder, Familie. Und das ist ein super spannendes Thema. Mit Christina, die sich da richtig so gut auskennt und viel Erfahrung mit dem Thema hat. Dann, und ja, die Interviews laufen weiter. Von daher. Bis bald Bis zusammen. bald, alles Tschüss, Gute, Oliver. schöne Grüße an alle, ciao.